Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Francis. Heute fangen wir natürlich an mit Weihnachtskarten. Dafür braucht ihr, oder sagen wir, dafür nehme ich ein etwas günstigeres Aquarellpapier. Das ist jetzt in der Größe 24x32 und das schneiden wir uns noch zurecht, denn es sollen ja Weihnachtskarten werden. Also los geht's! So, ihr Lieben, hier seht ihr, wie ich das Papier gefaltet habe. Dann nehme ich meine Aqua Drops von Schminke, die flüssige Wasserfarbe, die ist mega pigmentiert und vor allen Dingen direkt gebrauchsfertig. Könnt ihr mit Wasser vermischen, untereinander mischen. Hier seht ihr, wie ich eine Karte gelb anmale. Ich lege sie dann zur Seite zum Trocknen. Zwischendurch habe ich natürlich auch geföhnt, damit es ein bisschen schneller ging. Ich benutze die Pinsel von Da Vinci Casaneo. Die sind sehr gut für Aquarellwasserfarben. Ja. Und dann kommt schon die nächste Karte dran. Ich male auf alle vier Karten verschiedene Motive. Da suche ich mir was von Pinterest raus. Das ist ja so die Seite, da findet man eigentlich wahnsinnig viel. Hier male ich mit einem relativ straffen Synthetikpinsel diese kleinen Blätterchen. Ich gehe da ganz oft sehr intuitiv vor. Also ich habe da jetzt nicht den großen Plan, was da auf jeden Fall drauf muss. Es ist aber nicht verkehrt, wenn ihr das macht, dann ist die Gefahr, dass ihr etwas versaut, nicht ganz so groß, wenn man sich das vorzeichnet auch. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich bin ehrlich gesagt oft zu ungeduldig und es muss schnell gehen, deswegen male ich oft nicht vor. Das geht natürlich auch ab und zu nach hinten los. Hier habe ich mir dann überlegt, male ich doch ein kleines Rentiergesicht drauf. Alles, was dazu kommt, ist ja spontan entschieden. Die Aquadrops sind dafür sehr gut. Wie gesagt, die sind ja gebrauchsfertig und hochpigmentiert. Man kann sie untereinander wunderbar mischen. Man kann sie direkt so, wie sie sind, gebrauchen. Und was auch schön ist, sie trocknen ein. Das heißt, sie bleiben nicht flüssig. Man kann sie aber jederzeit wieder mit Wasser reaktivieren. Das ist schön und typisch für Aquarell- bzw. Wasserfarben oder Gouache. Ja, und die nächste Karte ist dran. Wieder male ich einfach so drauf los. Ich habe oft Bilder gesehen, die kommen ähnlich vor. Manchmal mache ich es dann doch ein bisschen anders. In diesem Fall ist es alles ein bisschen kräftiger als Aquarellbild. Da kommt das mit dem gelben Hintergrund nochmal. Ich male ein grünes Tannenkleid sozusagen auf. Die Feinheiten kommen zum Schluss. Ja, ich habe mir dann überlegt, wie kann ich den Karten noch ein gewisses Etwas verleihen? Das mache ich besonders gerne mit den Feinlinern. Da nehme ich die schwarzen Feinliner von Mikron. Das dürfte eine Größe 4 sein. Ich gehe dann auch nochmal drüber, weil es mir doch ein bisschen zu fein ist. Aber ihr könnt ja auch gleich eine Größe 8 nehmen oder 5, 6. Je nachdem, wie dick ihr die Schrift haben wollt, das kann man ja ausprobieren. Da ist man ja vollkommen frei. Ihr könnt auch was anderes draufschreiben. Ihr könnt es auf Englisch oder auf Spanisch, auf Italienisch, was auch immer euch beliebt, aufschreiben. Findet man ja alles im Internet. In diesem Fall habe ich auch wieder Frohe Weihnachten draufgeschrieben, habe auf die gelben Kleckse die Sterne gemalt. Und ein paar Bändchen, ja, relativ einfach, simpel und sehr schnell gemacht. Dieses hübsche Tannenkleid
auch wieder eine Vorlage von Pinterest. Wieder ein bisschen abgeändert, aber doch sehr schön. Und solche Karten könnt ihr euch sicher sein, bekommt die Familie und Freunde doch relativ selten. Deswegen, ich finde sowas immer viel, viel schöner als gekaufte Karten, die auch viel zu teuer sind und oftmals auch umwelttechnisch nicht gut abbaubar sind, beziehungsweise recycelbar sind, sind ja oft mit Folien oder Golddruck und so weiter. Muss alles nicht sein. Ich finde selbstgemacht immer noch am schönsten. Ja, zuletzt unser Tannenbaum. Das ist die Karte, die mir eigentlich am Ende am wenigsten gefallen hat. Aber auch das kommt vor, das habt ihr ja bei meinen Postkarten auch gesehen. Da ist immer mal was dazwischen, was nicht so toll ist, aber muss ja auch nicht immer alles nur perfekt sein. Ihr wisst ja, da bin ich eh weit weg von. Ich habe dann, um die Karte noch so ein bisschen zu retten, die neuen Stifte von der Wendt genommen. Die sind ja wie so Wachsstifte mit einer extra dicken Mine. Und habe noch so ein paar Akzente gesetzt und Highlights und so dieses typisch krickelig schöne, wie auch immer man das nennen soll. Aufgebracht, ein paar Sternchen, ein bisschen Schattierung und ich finde die Karte gar nicht so schlecht. Hier haben wir alle vier Karten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr hattet eine kleine Anregung. Es ist wirklich nicht schwer. Und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Ein Abo wäre auch toll. Und wenn ihr vor allen Dingen wieder reinschaut, dann freue ich mich. So könnt ihr euer Weihnachten schon mal vorbereiten. Ich werde euch bestimmt demnächst noch ein paar schöne Dinge zeigen und freue mich auf nächste Woche. Ein wunderschönes Wochenende. Bye, bye.